Herzlich willkommen beim 27. TU-Forum. Es ist eine Premiere, das ist das erste TU-Forum live im Internet. Das Forum ins Internet zu verlagern, ist durch die Corona-Sicherheits- und Schutzmaßnahmen an der TU Wien begründet und damit sind wir mitten im Thema. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Corona-Krise zu überwinden? Antworten gibt es gleich aus unterschiedlichen Perspektiven und Forschungsrichtungen. Und ich begrüße in der TU Wien Versicherungsmathematikerin Julia Eisenberg, Datenanalyse-Experten Alan Hanbury in der Karl-Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften in Krems, Umweltmikrobiologen Andreas Fahnleitner, er ist auch Professor an der TU Wien, und in der Medizinuniversität Graz Gesundheitsexperten Martin Sprenger. Und um das Eingangsstatement bitte ich jetzt Herrn Vizerektor für Forschung und Innovation der TU Wien, Johannes Fröhlich. Ja, danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie schon gesagt, diesen im wahrsten Sinn des Wortes merkwürdigen Zeiten geschuldet, begrüßen wir Sie heute zu einem digitalen TU-Forum, das erste Mal digital. Ich möchte vielleicht thematisch das Forum untertiteln mit einem guten alten Stabrein, wenig vielleicht jene, die in der Jugend Nick Natterton geschaut haben, kennen. Mikroben, Modelle, Millionen. Mikroben ist, glaube ich, selbsterklärend, das Coronavirus, Modelle zur Beschreibung der Pandemie für deren Verlauf, aber auch wir werden Modelle benötigen, um in der Wirtschaft die Kollateralschäden, die aufgetreten sind, sozusagen auch irgendwie zu beherrschen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Und die Millionen, ja, Millionen von Covid-Betroffene, in der Gesundheit Betroffene, aber auch die Millionen, die durch den Wirtschaftseinbruch ihre Arbeit verloren haben und nicht zuletzt die Millionen, die die öffentliche Hand sozusagen ausgeben muss, um letzten Endes Gesellschaft und Wirtschaft zu stützen und irgendwo auch damit den sozialen Frieden zu wahren. Was da die Wissenschaft dafür tun kann, dafür haben wir, wie gesagt, heute ein sehr kompetentes Panel eingeladen. So, bevor ich jetzt fabulierend dilettiere, möchte ich die Moderation wieder in die bewährten Hände des Herrn Dr. Norbert Fierler, der die Foren bei uns hier moderiert, legen. Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen und Damen und Herren, wünsche ich einen erkenntnisreichen Abend und in dessen Verlauf können Sie vielleicht die eine oder andere Antwort auf Ihre Fragen mitnehmen. Dankeschön. Danke, Herr Vizerektor. Trotz dieser speziellen Form des Forums sollen Sie wie gewohnt mitdiskutieren. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare und Beiträge in den Kommentar zum Livestream. Wir werden versuchen, in den kommenden 40 Minuten möglichst viele Fragen aufzugreifen und beginnen die Diskussion mit einer Vorstellungsrunde. Frau Dr. Eisenberg, Sie haben Strategien zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Krise entwickelt. In welche Richtung gehen Ihre Überlegungen? Also ganz kurz zusammengefasst haben wir ein Versicherungsprodukt entwickelt und mit diesem Produkt sollen die Staaten versichert werden, damit sie in den Zeiten von Lockdowns Leute unterstützen können. Ja, im Zusammenhang mit der Corona-Krise spielen Daten eine entscheidende Rolle. Der Herr Vizerektor hat schon angesprochen, Herr Professor Hanbury, Sie haben die Übersicht, welche Daten interessieren Sie genau und was können Sie daraus ableiten? Ja, so im Rahmen der Corona-Krise haben wir anonymisierte Mobilfunkdaten analysiert und da so beobachten, so die Auswirkungen der Krise und Lockdown auf die Mobilität. Und wir haben diese Daten auch verwendet, um Simulationen genauer zu machen. An der TU Wien wird nicht nur gerechnet, es wird auch im Labor geforscht. Herr Professor Fahnleitner, Sie beschäftigen sich mit Umweltmikrobiologie. In welche Richtung zielt Ihr Forschungsprojekt? Ja, also ich war recht überrascht, wie Ende März dann sehr vielfältige Fragestellungen an uns gerichtet worden sind. Die bewegen sich auf unterschiedlichen Zeitskalen. Unmittelbar war es gefordert, eine Expertengruppe zu etablieren, um Auswirkungen des SARS-CoV-2-Viruses im Abwasserzyklus einzuschätzen. Das war die eine Sache. Die zweite Sache war, es ist von Kliniken an uns herangetragen, ob wir ein PCR-Testlabor etablieren können am Campus Krems und dann haben wir noch Forschungsprojekte eingereicht, um eben die Testungen schneller zu machen. Also eine Vielzahl an Projekten. In den vergangenen Monaten ist intensiv geforscht worden.
nicht nur an der TU Wien. Herr Dr. Sprenger, Sie sind Gesundheitsexperte. Wie können Forschungsergebnisse nutzbar gemacht werden, um die Krise zu überwinden? Ja, das ist eine wichtige und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Nur kurz zu meiner Perspektive. Ich bin ja eigentlich Gesundheitswissenschaftler und Mediziner. Also wir schauen uns das vor allem an, das Geschehen in Bezug auf Verhältnismäßigkeit. Also überwiegt quasi der Nutzen den Schaden und überwiegen die Wirkungen die Nebenwirkungen. Und da wurden ja schon einige in der Einleitung aufgezählt. Also das ist der Blick, den ich auf das Geschehen habe. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man Wirtschaftsdaten mit biologischen Daten oder mit Mobilfunkdaten überhaupt verknüpfen oder in Verbindung bringen? Eine Frage an mich gerichtet ist. Ist eigentlich generell an alle Teilnehmer gerichtet. Also ja, vielleicht beantworte ich Sie zuerst aus meiner Perspektive. Also Wirtschaftsdaten wurde ja schon angesprochen. Also Arbeitslosigkeit ist natürlich auch ein Gesundheitsrisiko. Also Arbeitslosigkeit erhöht nicht nur das Erkrankungsrisiko, sondern verdoppelt das Sterberisiko. Das wissen wir aus sehr, sehr guten, großen Studien, auch aus Deutschland und aus Österreich. Und auch andere Dinge, die in der Wirtschaft stattfinden, sind auch Gesundheitsrisiken. Ja? Und auch Fragen der Ungleichheit sind aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht immer sehr interessant, also soziale und gesundheitliche Ungleichheit. Und wir wissen, dass direkt von Covid-19 vor allem also sozial benachteiligte Gruppen in der Bevölkerung stärker betroffen sind, und von den indirekten Effekten sind sie sowieso stärker betroffen. Also was wir gerade erleben in Österreich, ist auch eine Vergrößerung der sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit durch die Pandemie. Da wäre jetzt die Frau Dr. Eisenberg gefragt eigentlich. Ja, die Verbindung ist eigentlich ganz klar. Also in den Zeiten von Lockdown sehen wir, dass die Leute, insbesondere diejenigen, die schlecht verdienen, darunter regelrecht leiden. Und deshalb war unsere Idee dann, der Staat kann ja nicht für alles aufkommen. Eine Versicherung könnte dabei helfen. Allerdings müsste man das auch von der Seite der Versicherung auch sehen. Die Versicherungen können nicht zahlen dafür, was die Kunden nicht mit den Prämien beglichen haben. Also würde es durchaus Sinn machen, einen Vertrag aufzustellen, wo auf der einen Seite die Versicherungen auf ihre Kosten kommen, auf der anderen Seite die Leute nicht das Geschäft ihres Lebens einfach ruinieren, weil sie zu Hause bleiben müssen, wie zum Beispiel ein kleiner Friseur, der nicht aufmachen kann und plötzlich muss die Miete bezahlt werden und so weiter und so weiter. Also die Daten und die wirtschaftlichen Folgen sind stark miteinander verknüpft und wir müssen beide Richtungen untersuchen. Also bei Versicherungen denkt man auch immer daran, dass die Versicherungen ihr Risiko minimieren wollen. Herr Professor Hembery, wie spielen da jetzt zum Beispiel Bewegungsdaten oder überhaupt ein riskantes Verhalten eine Rolle, wenn man ja eigentlich die Menschen dazu bringen will, dass sie eben ihr Risiko minimieren? Ja, so wir können zum Beispiel die Mobilfunkdaten verwenden, zu sehen, wie gut dann die Lockdown-Regeln eingehalten werden. Das haben wir gemacht und gesehen, zum Beispiel, dass ein Aufkommen in der Wiener U-Bahnen dann so Anfang März nach der Ankündigung von Lockdown auf 20% gesunken ist von dem, was die Woche vorher das Aufkommen war. So, da haben wir schon gesehen, dass die Leute sich an den Lockdown halten und versuchen, ein Risiko zu minimieren. Aber es gibt dann auch die Möglichkeit, so wie Sie gesagt haben, unterschiedliche Arten von Daten zu verknüpfen. So, wir haben auch geschaut, so Informationen über die Infektionsdaten und haben dann, was dann möglich zu folgen, wie Ströme von Personen aus Ischgl, so wo das erste Event, Ansteckungsevents waren, zu anderen Orten in Österreich auch Infektionen nachgezogen haben. So ein schönes Beispiel von Verknüpfung von Mobilität zum Gesundheitsdaten. Risikominimierung, das hat auch mit Hygiene zu tun, Mikroben oder Viren in dem Fall, die nicht immer ansteckend sind. Herr Professor Fahnleitner, Sie haben vor allem da auch das Wasser untersucht. Was ist da bei Ihnen ein wesentliches Ergebnis gewesen? War eben mit Ende März
hat man gesehen, dass auch SARS-CoV-2 im Stuhl ausgeschieden werden kann. Und bei mir sind eigentlich dann die Telefone heiß gelaufen. Ich bin auch Leiter der Hygiene- und Qualitätsgruppe des österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes und die Kläranlagenbetreiber wollten wissen, sind nun meine Kläranlagenbetreiber und Arbeiter einem höheren Risiko ausgesetzt? Und da sind wir gleich wieder bei der Datenqualität und bei der Datennutzung, weil es war natürlich unmittelbar, waren keine Daten zur Persistenz, zur Resistenz, zu anderen Parametern zu diesem Virus vorhanden. Und da mussten wir dann punkto anders bekannter, ähnlicher Viren, anderer Coronaviren, das ableiten, also im deduktiven Schritt. Und da konnten wir dann schon sehen, dass eben SARS-CoV-2, weil er ein Membran, ein behüllter Virus ist, keine besonders lange Umweltstabilität hat und dadurch relativ schnell im Vergleich zu anderen wasserübertragbaren Viren hier die Infektiosität verliert. Ob nun, also man kann jetzt ausschließen, dass SARS-CoV-2 generell über den Wasserweg übertragen wird. Das ist mit absolute Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Was wir noch nicht sagen können, ist, ob SARS-CoV-2 geringfügig im Rohabwasser überleben kann. Aber da konnten wir dann, oder infektiös bleiben kann, da konnten wir dann auch bald Entwarnung geben, wenn man die derzeitigen arbeitshygienischen Richtlinien einhält. Da gibt es ja auch PSA und andere Dinge, dann sind auch Kläranlagenarbeiter keinem erhöhten Risiko ausgesetzt. Was ich aber dazu sagen möchte, wir haben im Zuge dieser Abschätzung eine internationale Literaturrecherche und Analyse gemacht. Und was wir sehr, sehr schwierig empfunden haben, dass eine ungeheuerliche Anzahl von Literatur publiziert wird und die qualitätsgesicherten Daten von den nicht qualitätsgesicherten Daten teilweise sehr schwierig zu unterscheiden sind. Das heißt, die Datenqualität für unsere Arbeit war meistens sehr schlecht und letztlich sind oft nur sehr wenige wirklich gute Arbeiten übergeblieben. Ja, wie ist es überhaupt möglich, diese Daten noch im Überblick zu haben? Also wer hat da noch den Überblick oder wer kann unterscheiden, was sind qualitativ gute Daten, was sind weniger gute Daten? Wie geht es Ihnen generell mit der Datenqualität? Also das betrifft jetzt vor allem auch den Herrn Professor Hembury oder auch die Frau Dr. Eisenberg, die ja auch natürlich Daten heranziehen muss, um ihre Modelle zu entwickeln. Vielleicht kann nicht damit anfangen, weil davon kann ich ein Lied singen, wie man die Daten da beurteilt. Wir haben mit den chinesischen Daten angefangen und dann kamen die ersten Publikationen, dass man den Daten nicht trauen kann. Danach kamen die Publikationen, die dann gesagt haben, okay, die Daten in Großbritannien, die werden aber anders aufgefasst als sonst wo. Man hat also überhaupt keine Vergleichbarkeit. Natürlich, wenn man ein Versicherungsprodukt entwickelt und unterstellt, dass die Regierungshandlungen zum Beispiel beurteilt werden sollen und bestimmte Zahlungen damit verknüpft sind, ist es eine erste Sache. Und wie soll man das beurteilen? Es gibt zurzeit keine Möglichkeit, so wie ich das sehe, festzustellen, ob die Daten tatsächlich so benutzt oder so roh benutzt werden können. Schlussendlich haben wir jetzt ein Paper gefunden über russische Wahlen, wo man untersucht hat, wie man Betrug auffindet in den Daten. Aber wir wissen immer noch nicht, was eine sichere Methode ist. Und das wäre auch meine Frage an Professor Hembury. Gibt es denn da irgendwas, wo man zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit behaupten kann, ja, die Daten wurden manipuliert oder die Daten sind nicht sauber? Ja, ich glaube, es ist schwierig zu wissen, ob Daten manipuliert worden sind. Ich kenne keine Methode, um das zu machen. Aber ich habe ein anderes Problem, denn die Daten, so die anonymisierten Mobilfunkdaten, die wir verwenden, sie sind eigentlich nicht gesammelt, sodass damit gemacht wird, was wir machen. So, sie sind so gesammelt für die Mobilfunkfirmen, um Abrechnungen zu machen. So, da wird nicht wirklich so geschaut, dass die genau sind. Aber da haben wir auch inzwischen eine Lösung gefunden. Und wir arbeiten derzeit mit zwei Mobilfunkprovider in Österreich zusammen und wir bekommen dann die anonymisierten Daten und wir sind gerade dabei, unsere Ergebnisse aus den zwei zu vergleichen. Und wir versuchen dann, unterschiedliche Verzerrungen in den unterschiedlichen Datenquellen zu finden.
Glauben Sie denn, dass Machine Learning irgendwie damit... So, ja, wahrscheinlich, ich glaube, da sind so viele unterschiedliche Methoden, um Daten zu verfälschen, dass das schwierig wäre, da die Trainingsdaten zu sammeln. Außer Sie haben unglaublich viele Datensets, wo Sie wissen, dass die manipuliert worden sind. Also wenn ich da was einbringen kann von meiner Seite, wir sind dann letztendlich übergegangen, wieder die gute alte Methode, sich die Forschungsarbeiten genau anzuschauen, die Plausibilität zu testen, einerseits der Methodik, aber andererseits der Resultate. Das heißt, von den vielen Informationen, die man am Anfang hat, bleiben dann letztendlich nur ganz wenige über. Das war die ernüchternde Perspektive, wenn man sich dann wirklich diese wissenschaftlichen Arbeiten genauer ansieht. Natürlich, das Schwierige dabei, es ist sehr zeitaufwendig und meine Studenten waren da alle ausgelastet im Beginn, um dann wirklich auch dann, dann manuell gesicherte Daten dann auch hier dann haben zu können. Ich habe eine medizinische Frage, die irgendwie sehr eng verbunden ist mit dem Produkt, das wir entwickeln. Also ich denke immer in die gleiche Richtung. Ist es denn wahr, kann man das zu irgendeinem Grad bestätigen, dass das Virus sich an den Menschen gewöhnt und weniger tödlich wird? Wenn die Frage an mich gerichtet ist, wir wissen es nicht, aber in der Evolution ist es eben so bedingt nach dem, das Virus ja uns braucht zur Vermehrung, dass es ja sozusagen evolutionsbedingt kein Interesse hat, den Wirt rasch umzubringen. Und allein das macht einen Selektionsdruck in Richtung einer positiveren Entwicklung, was sozusagen die Gefährlichkeit des Virus betrifft. Aber wir wissen es nicht. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Also der Prozess ist offen. Aber zu den Daten würde ich noch gern was sagen. Also im Gesundheitsbereich fallen ja Unmengen an Routinedaten an. Ja, also sogenannte Primärdaten. Also wir erheben im Krankenversorgungsbereich seit vielen Jahren Routinedaten täglich und die könnte man sehr gut verwenden, um das Geschehen besser abzubilden. Das tun wir auch im Hintergrund, aber wir machen es nicht öffentlich. Ich gebe ein Beispiel, es wäre also viel hilfreicher als dieses Dashboard, was wir da alle anstarren jeden Tag oder auch nicht. Einfach nur mal den Vergleich von Aufnahmen aufgrund von Lungenentzündungen der letzten 5 Jahre oder der Schnitt der letzten 5 Jahre mit diesem Jahr zu zeigen für Bundesländer, das kann man sogar auf einer regionalen Ebene zeigen, einfach nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Menschen landen eigentlich derzeit im Spital oder auf Intensiv mit einer Lungenentzündung, kann man auch mit Altersdurchschnitt zeigen, also im Vergleich mit den letzten 5 Jahren. Das wäre viel hilfreicher, könnten wir auch machen, wir haben die Daten, wir brauchen gar nichts extra dazu machen. Tun wir aber nicht, und da sind wir schon beim zweiten Problem, wir haben zwar viele Routinedaten, die aber wir seit Monaten irgendwie verstecken vor der Öffentlichkeit. Das ist das Problem der Message Control. Und dann haben wir noch ein Problem, und das ist quasi das dritte Problem bei den Daten aus meiner Sicht, ist, dass wir, wenn wir Sekundärdatenerhebungen machen, also wenn wir wirklich empirische Forschung machen würden, die uns wirklich weiterbringt, dann wäre es zum Beispiel repräsentative Querschnittstudien, als Beispiel jetzt einmal. Ja, also repräsentative serologische Querschnittstudien, so ähnlich wie wir es in Ischgl gemacht haben, aber jetzt vielleicht mit einer anderen Population. Das machen wir zum Teil, aber wir machen es einfach nicht konsequent. Wir tun lieber hunderte von Millionen Euro im aktionistischen Testen versenken, anstatt dass wir ein paar Millionen Euro in eine wirklich repräsentative, methodisch saubere Seroprävalenzstudien stecken, die uns viel mehr Wissen generieren würden über das Geschehen als dieser ganze Aktionismus. Also man merkt schon, der Gesundheitswissenschaftler ist nicht sehr glücklich, ja, mit der ganzen Situation, aber wir haben uns auch noch nicht rausmanövriert. Ja. Wir sind selbst jetzt Anfang Oktober immer noch in einem gleichen Dilemma. Macht uns jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher im Monitoring und im Steuern durch die Virensaison 2020-2021. Ich kann das vielleicht ergänzen. Ja? Also ich habe das international ein bisschen beobachtet, wie zurzeit Forschungen und Forschungsgelder hier verfügbar werden. Und ich sehe das natürlich aus der Richtung der Analytik. Ich arbeite seit 2 Jahrzehnten mit PCR-Analytik und habe schon gesehen, dass jetzt sehr, sehr viele Forschungsgelder international frei werden und das Rad teilweise neu erfunden wird. Es steigen jetzt sehr viele Gruppen von anderen Richtungen ein, die nicht wirklich auf Molekularbiologie spezialisiert sind. Und hier werden dann gewisse Dinge dann neu gemacht, die eigentlich schon lange Standard sind. Die Frage ist,
wie kann man dieses Wissen besser vernetzen. Ich habe gesehen, es sind noch sehr viele internationale Gremien parallel unterwegs. Es existieren richtige Paralleluniversen. Ja. Ich bin in dieser Wasserhygienegruppe zum Beispiel unterwegs, dann gibt es aber die Wasserchemikergruppe, da gibt es die Toxikologen etc. Und alle in ihren Netzwerken versuchen jetzt ähnliche diagnostische Methoden zu entwickeln. Das heißt, das ist eigentlich absurd. Im Zeitalter der Vernetzung werden dann solche Parallelwelten betrieben und es harrt jegliche Abstimmung. Ja? Das ist ein bisschen der fahle Beigeschmack. Ja? Ich würde gerne eine Frage aus unseren Zuschauern Ihnen aufs Podium legen. Und zwar, es ist ja eigentlich eine eher ein bisschen philosophische Frage, aber in der Vergangenheit, wie lange hat es eigentlich bei anderen Themen gedauert? Wie lange hat es gebraucht, bis eine großteils valide Studienlandschaft zu einem Thema in der wissenschaftlichen Community überhaupt entwickelt worden ist? Corona ist ja ein sehr junges Phänomen. Wie valide ist jetzt die Studienlandschaft insgesamt? Wie würden Sie das beurteilen? Also ich würde jetzt einmal sagen, zu manchen wichtigen Fragestellungen haben wir inzwischen sehr gute Evidenz, würde ich auch sagen solide Evidenz, aber ein sogenanntes pandemisches Geschehen hat ja auch immer eine regionale Dimension. Also ich kann jetzt nicht einfach Daten aus den USA übertragen nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz. Das ist eine komplett andere Demografie, andere Risikofaktoren. Also viele Dinge kann man einfach nicht vergleichen. Ja. Das heißt, was manchmal bei der medizinischen Forschung in andere Länder übertragen kann, funktioniert in einem pandemischen, ein Infektionsgeschehen nur bedingt. Aber manche Parameter bei der Kammer, und ich glaube, da sind wir auch, haben wir sehr gute Evidenz, bei manchen Parametern, glaube ich, hinkt das Ganze noch hinten nach. Wie lange es bei anderen Fragestellungen dauert, ich glaube, das hängt immer davon ab. Ja, manchmal dauert es Jahre und Jahrzehnte oder man hat es überhaupt nie und manchmal geht es relativ schnell. Also das ist, ich glaube, so funktioniert halt Forschung. Aber ich glaube, wir bemühen uns alle. Also ich glaube, gerade bei dem Thema wird extrem viel geforscht. Das ist, wurde schon erwähnt, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist ein Riesenauftrag. Ja, also es wird die extrem viel publiziert, Preprint, not peer-reviewed und so weiter. Aber letztendlich, glaube ich, sind wir jetzt nicht so einem schlechten Weg. Ich glaube eher, dass wir ein bisschen achten darauf müssen, dass wir auch in Österreich gefordert sind, unsere eigene, also jetzt aus meiner Sicht, Begleit- und Versorgungsforschung zu machen. Ja, das können wir nicht einfach abschreiben von China und von Indien und von USA oder sonst wo. Dazu sind wir zu spezifisch mit unserem Gesundheitssystem, unserem Versorgungsgeschehen, unserer Demografie und den ganzen Abläufen. Das lässt sich leider nicht so leicht übertragen alles. Ja. Und interessanterweise kommen dann so in meine Richtung Fragen, so wie: Ist es möglich, dann Machine Learning zu verwenden, um die guten Studien von den falschen Studien zu separieren? Und das ist auch dann wieder eine schwierige Aufgabe. Ja, und in Versicherungen, ja, es gab jetzt einen Aufschrei, weil die Versicherungen leiden. Das Image ist extrem angekratzt, weil die Versicherungen nicht zahlen wollen. Ist ja klar, man hat so einen Schaden nicht erwartet, man hat die Prämien dafür nicht bekommen. Das ist auf der einen Seite und die Versicherungen versuchen auch diese Zahlungen irgendwie zu vermeiden. Dann erwarten sie im nächsten Jahr ein Aufkommen an Nachfragen, wie zum Beispiel, ja, dass man Betriebsschließungsversicherung oder dass man dem Beruf nicht nachgehen kann und so weiter und so weiter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird geprüft, ob man pandemische Risiken ausschließen kann. Das heißt, die Leute werden ankommen und sagen, ich möchte diese Versicherung kaufen. Und die Versicherungen werden sagen, ja bitte, aber genau diese Tatsache, die pandemischen Risiken, die werden rausgenommen. Also es ist unklar, wie man das handhabt und wird geforscht, aber es ist relativ jung. Man hat nicht daran gedacht, denn das ist das erste Mal, dass es aufgetaucht ist und so stark aufgetaucht. Also man kann ja sogar sagen, das ist fast der 11. September, was die pandemischen Risiken anbetrifft. Was ich dazu sagen möchte, aus seitens der Mikrobiologie und der Diagnostikverfahren, um Viren nachzuweisen, ich denke, wir leben in einem fantastischen Zeitalter. Wir leben im Zeitalter der Molekularbiologie, der Analytik etc. Aber wenn man zurückdenkt, vor 1950 hat man nicht gewusst, was der Träger der Erbinformation ist. Und wenn man zurückdenkt, die PCR wurde etwa, glaube ich, 83, 84 entwickelt von Mallis.
Und 1993 wurde der Nobelpreis dafür vergeben. Das heißt, wir sind erstmalig in der Lage, dass wir präzise analytische Tools haben, um den Virus zu detektieren, sequenzieren etc. Das heißt, es hat es vor 20 Jahren eigentlich nicht wirklich gespielt. Ja? Das heißt, heutzutage sind wir im Zeitalter, wo wir sequenzieren und die Information gewinnen und dann mit bioinformatischen Tools dann auch analysieren können. Das heißt, das ist eine fantastische Nachricht, an dem liegt es nicht wirklich. Ja? Die Hürden sind woanders gelegen, die wir auch schon diskutiert haben. Jetzt muss ich das ein bisschen challengen, ja, so ein bisschen herausfordern. Also ich volle Zustimmung, ja. Also wir leben wirklich in einem Zeitalter, wo wir unglaublich viel können, ja. Auch in der Versorgung sind wir auf einem sehr hohen Standard, gerade in Österreich. Jetzt ist aber das durchaus, das kann auch gegenteilig wirken, ja. Also diese PCR-Tests mit einer unglaublichen Sensitivität finden Viren nicht nur in Abwasser, also mit einer unglaublichen Verdünnung, sondern das Problem, glaube ich, war auch, dass wir viel zu lange versäumt haben, zu verstehen, dass das da eher um Kontamination geht und nicht um erkrankt oder infektiös. Also dass diese ein Test ist kein, bestimmt nicht, ob jemand erkrankt ist und infektiös ist. Das war lange, hat lange gebraucht, bis wir uns da, wir haben Mitte März angefangen mit der Kommunikation. Jetzt glaube ich, jetzt dringen wir langsam durch. Wenn ein Test zu sensitiv ist, dann kann das auch nachteilig sein. Ja, vielleicht wird sich das jetzt mit den Antigen-Tests ein bisschen ändern, aber wenn wir schauen, wie sich die bewähren. Aber ich wollte mal nur sagen, also zu gut ist auch nicht immer gut, wollte ich sagen. Völlig richtig, da sprechen Sie mir aus dem Leib. Also ich arbeite ja schon an diagnostischen Methoden, nicht jetzt im Virennachweissektor, sondern im Bakteriennachweissektor. Eine Methodik ist nur dann eine Methodik, wenn sie beschrieben ist, wenn man die Leistungskriterien der Methodik kennt. Und die ist natürlich in der Mikrobiologie um einiges komplexer als in anderen Bereichen. Und da muss man eben wissen, was heißt Sensitivität, Spezifität, Nachweisgrenze, Infektiosität etc. All diese Dinge müssen beschrieben sein. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja nichts Neues. Das wissen ja die Experten. Alle, genau. Nur wird es einfach nicht kommuniziert. Ja? Und das ist es, was ich erlebt habe zum Beispiel, eben was ich angesprochen habe im Abwasser. Mitte März sind die ersten Nachweisverfahren vom Abwasser bekannt geworden, von einer Kollegengruppe in Holland. Ja? Und plötzlich haben alle gedacht, wir haben jetzt infektiöse Partikel im Abwasser detektiert. Was ist geschehen? Die haben nichts anderes als nur das RNA, das Erbgut nachgewiesen. Bei mir sind aber dann die Telefone heiß gelaufen. Was heißt das jetzt für unsere Kläranlagenwärter? Ja? Das ist das typische Beispiel. Das ist auf der untersten Ebene ein völliges Missverständnis. Was ich aber sagen muss, meine Kollegen haben das auch ein bisschen angeheizt. Ja? Die haben das schon im Abstract so formuliert, dass dieser erstmalige Nachweis im Abwasser schon sehr spektakulär klingt. Das muss ich auch sagen, weil die wollten hoch publizieren. Das heißt, das ist immer so eine Schere, seriöse Information versus gut publizieren und eine tolle Story liefern. Das schwingt dann nochmal mit. Ja, also was ich auch spannend finde jetzt in Richtung Versicherung ist, SARS-CoV-2 ist natürlich ein Risiko, ist ein Gesundheitsrisiko, ja. Aber ich habe jetzt inzwischen, glaube ich, ich schätze die Risiken aufgrund von Unter- und Fehlversorgung. Wir haben ja heute endlich unsere Med-Uni-Studie endlich in die Medien gebracht mit fast Verdoppelung der Sterblichkeit an Herzinfarkt, wenn du im Krankenhaus bist. Das hat was mit der Zeit zu tun. Und das auch, Unter- und Fehlversorgung ist nämlich auch ein Risiko. Und da gibt es viel, viel mehr Erkrankte, chronisch und akut, die das Risiko haben. Und dann hast du nur das Risiko der Nebenwirkungen der Maßnahmen. Ja? Also du hast quasi wirtschaftliche Risiken. Und es wird für die Versicherten wirklich spannend, da zu differenzieren zwischen diesen ganzen Risiken. Ja? Weil SARS-CoV-2 ist natürlich ein Virus mit einem als Gesundheitsrisiko, aber dann gibt es diese ganzen anderen Risiken, die man auch immer abwägen muss. Ja? Das ist diese Verhältnismäßigkeit, die ich ja immer in Frage stelle. Und also das wird spannend für Versicherungen. Ja? Eine Challenge. Ja, was Sie genau gesagt haben, diese Möglichkeiten zu messen. Man braucht die Wahrscheinlichkeiten, dass das und das passiert. Also man braucht die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, dass beim nächsten Mal so eine Pandemie ausbricht. Mit wie vielen Toten, wie viele Infizierte und so weiter. Und das Problem ist, die Katze beißt sich ein bisschen in den Schwanz, weil das alles davon abhängt, was die Regierung tut. Wir hatten Lockdown-Maßnahmen. Aber ich habe das gar nicht gemeint, sondern Wir haben in Österreich aktuell, würde ich schätze jetzt einmal 50 bis 60.000 neue Neuerkrankungen an Krebs jedes Jahr. Und die haben heuer im Jahr 2020 ein Risiko, dass sie schlechter versorgt sind. Das ist auch ein Risiko. Das ist auch ein Risiko für Versicherungen. Ja? Also auch das müssen sie am Monitor. Natürlich, aber es ist verbunden mit der Wahrscheinlichkeit einer Pandemie.
Ja. Nein, ich sage jetzt einmal nein, weil ein wirkliches Versorgungssystem auf dem Niveau des österreichischen muss immer gewährleisten, dass andere Erkrankungen gleich gut versorgt werden wie sonst. Es brennt ja nicht das Krankenhaus, sondern wir haben eine Pandemie, aber auch in einer Pandemie muss ich gewährleisten, dass alle anderen Gesundheitsrisiken gleich gut versorgt werden. Das wäre ja Ungleichbehandlung, wenn ich das nicht mache. Ja, also das würde ja wieder allen Verträgen sein, die wir im Gesundheitsbereich abgeschlossen haben. Ja, dem kann ich voll und ganz auch zustimmen. Ja, eben. Aber wenn ich plötzlich ein Risiko habe, mit einem Herzinfarkt schlechter versorgt zu sein oder mit einer Krebserkrankung schlechter versorgt zu sein, dann müssen das Versicherer auch wissen. Aber das hat nichts mit einer Pandemie zu tun. Das hat nichts mit dem Virus zu tun. Ja. Ja. Also, oder sie rechnen es rein oder wie auch immer. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Dinge muss man trennen. Ja. Das muss man trennen. Doch, die gehen zusammen. Wenn irgendwas Unerwartetes passiert, dann... Ja, okay, natürlich, ganz trennen kann man es nicht. Aber ich sage noch einmal, ich muss das eine gewährleisten, obwohl das andere passiert. Auf das können wir uns vielleicht auf das einigen. Ja, ja genau, das ist die Idee einer Rückversicherung. Wenn ich nur kurz einwerfen darf, ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt nicht darüber diskutieren, wie politische Entscheidungen gefällt werden, sondern was die Wissenschaft darüber beitragen kann, um die Krise zu überwinden. Die Wissenschaft liefert sehr viele Daten. Entscheiden tun es letztlich dann Politiker und Politikerinnen, die dann Maßnahmen setzen, um einfach die Krise zu überwinden, jetzt auf vielen Ebenen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie sehen, was passiert mit Ihren Daten? Haben Sie das Gefühl, dass die auch entsprechend ankommen? Ja, was ich dazu aus meiner Warte sagen kann, für diese Risikoabschätzung, Gefährdungsabschätzung, die wir gemacht haben für Wasser und Abwasser, ist, dass also ich als Wissenschaftler normalerweise gewöhnt bin, in anderen Zeitskalen zu denken. Ja? Also meine Forschungsprojekte sind normal über Monate, Jahre ausgerichtet und nicht auf einer Zeitskala von Tagen bis maximal ein, zwei Wochen. Und das war damals schon die Herausforderung Ende März, Anfang April, dass wir dann eben für diesen Sektor, für Wasser generell gewisse Expertenmeinungen abgeben mussten auf gewissen Zeitskalen, die wir nicht gewohnt sind, erstens einmal und zweitens, wo keine gesicherten Daten vorgelegen sind und die wir dann durch eben deduktive Schließung von anderen ähnlichen Viren machen mussten. Das heißt, das ist schon eine besondere Herausforderung für einen Grundlagenwissenschaftler zum Beispiel, der nicht in solchen Zeitskalen gewohnt ist zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach die erste Variante. Und das zweite ist natürlich dann die Wissenschaftskommunikation. Ja, auch da ist man als Wissenschaftler nicht immer so trainiert, dass man dann an die Öffentlichkeit tritt. Und in aller Kürze, das kommt dann noch dazu, wir sind ja gewohnt, sehr komplex zu diskutieren mit unserem Fachvokabular. Und dann soll man in drei Sätzen das möglichst einfach rüberbringen, ohne noch Fehler zu machen. Also als differenziert darzustellen. Das ist manchmal ein Kunststück. Ja. Und diese beiden Dinge zusammengenommen habe ich als sehr challenging empfunden. Ja. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Ja, aber auch Versicherungsprodukte, muss ich dazu sagen, stark davon abhängen, wie schnell die Wissenschaftler Tests entwickeln sollen, sind. Nicht? Also man muss ja dann irgendwie feststellen können, okay, das ist die Krankheit, diese Anzahl an Tests brauche ich, um das und das zu erzielen. Und dann ist man gezwungen zu sagen, schnell, 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 wir brauchen das. Also ich glaube auch von Versicherungsseite ist der Druck auch da. Aber jetzt dazu habe ich eine Frage. Ja? Ja, darf ich eine Frage an den Versicherer richten? Also ich glaube, für Versicherer muss es doch von erster Linie unglaublich hohes Interesse haben, wie sich die Risiken auch nach Alter und Risikogruppen verteilen. Das muss ja quasi eines der zentralsten Interessen der Versicherungen sein, oder? Sie meinen es für eine Pandemie oder allgemein? Na, das Gesundheitsrisiko Covid-19, wie sich das nach Altersgruppen verteilt. Das muss ja quasi das zentralste Interesse von Versicherten sein. Normalerweise ist es so. Ja, es kommt darauf an, was Sie versichern. Ist es eine Lebensversicherung? Ist es eine Krankenversicherung? Okay. Ist es eine Betriebsschließungsversicherung und so weiter? Und dann ist es natürlich, und
Dann natürlich also nochmal auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen. Es ist wichtig, was passiert, weil alle anderen Ereignisse davon abhängen. Man kann sie nicht separieren. Und dann, wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit für die nächste Pandemie? Es war eine davor, 1918, aber die Maßnahmen und die Methoden können nicht zu den heutigen verglichen werden. Also können wir ja die Wahrscheinlichkeiten und die Daten von damals auch nicht benutzen. Wiederum ein Datenproblem. Ja, aber wenn Sie die Wahrscheinlichkeit wissen wollen an der nächsten Pandemie, sollten Sie sich mit Ökologen zusammenschließen. Weil die nächste Pandemie, da reden Sie am besten mit Ökologen, weil das ist die sozusagen die Ursache für diese Pandemien liegt in der Ökologie, also in der Umweltzerstörung. Ja. Das ist quasi die Ursache. Nicht unbedingt. Okay. Ich glaube, meine Internetverbindung ist nicht so gut. Ich habe die Hälfte verpasst. Okay. Ja. Aber vielleicht kann ich etwas dazu sagen. So, ich arbeite sehr viel mit den Simulationsexperten, Expertinnen zusammen und die verwenden zum Beispiel diese Bewegungsdaten, um die Modelle zu kalibrieren, so zu sehen, wie die Personen in Österreich wirklich bewegen, um zum Beispiel Ausbeutungssimulationen zu berechnen. Aber wie diese Simulationen dann interpretiert werden sollen, zum Beispiel von den Politikern, um dann Entscheidungen zu treffen, das ist nicht von allen verstanden. So, ich war in vielen Diskussionen, wo gesagt worden ist, ja, aber diese Simulation hat das gezeigt und der andere hat was anderes gezeigt. Aber das hängt alles von den Parametern ab. Da sind so viele Parameter, die da geändert werden können und die Ergebnisse sind dann unterschiedlich. Und das ist auch etwas, was Entscheidungsträger, würde ich sagen, lernen müssen, wie man mit solchen Simulationen umgehen, dass da eine sehr breite Palette von Ergebnissen rauskommen kann. So, das ist, was aus der Simulation kommt, ist nicht das, was passieren wird. Das sind Möglichkeiten. Und wie gehe ich mit diesen Möglichkeiten um eine Entscheidung für die reale Welt zu treffen? Genau. Man sollte nicht mit einem Worst-Case-Szenario in eine Pressekonferenz gehen. Es ist auch generell, ich kann nur dem beipflichten. Ich arbeite seit über 20 Jahren eben im Massebereich, wo wir sehr viel mit Risiken rechnen. Auch wir können jetzt schon Infektionsrisiken berechnen, maximale tolerierbaren Risiken. Und was ich schon gelernt habe, dass die Bevölkerung den Risikobegriff nicht wirklich versteht oder auch nicht gelernt hat, damit zu leben. Es wird Gefährdung mit Risiko verwechselt. Und es ist sehr, sehr schwierig, auf dieser Ebene zu kommunizieren. Ja, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, selbst wenn man mit Landesregierungen dann versucht, neue Guidelines einzuführen und dann über das Risiko diskutiert, besteht manchmal sogar die Idee, ja, wir akzeptieren nur null Risiken. Ja, also es ist ein alter Ansatz, wird da mitgenommen in den Risikoansatz. Und da müsste man schon viel früher anfangen, ich glaube, in der Schulbildung, dritte, vierte Volksschule, da anfangen höhere Schulen, wo man sagt, wie kann ich mit Risikobegriff leben, wie kann ich den werten, wie kann ich den für den täglichen Begriff umsetzen. Das ist meiner Meinung nach bei uns nicht verankert. Und das führt oft sehr oft zu einem Missverständnis. Auch von Informationen, die dann von Wissenschaftlern weitergegeben werden. Ja, also volle Zustimmung. Risikokompetenz ist eine wichtige Kompetenz, weil wir sie unbewusst im Leben ständig einsetzen. Aber wenn wir dann plötzlich mit den Zahlen konfrontiert sind, vergessen wir irgendwie, dass das ein Alltag ist. Wir wägen ja ständig Risiken ab. Wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche, ständig. Ja. Aber in der Risikokompetenz ist aber ich frage mich, warum wird das nicht mehr gefördert? Ja? Was ist der Grund dafür, dass zumindest in Österreich, für andere Länder kann ich das nicht abschätzen, gerade diese Thematik meiner Meinung nach völlig unterentwickelt ist. Ja, ja, ich würde mich ja schon freuen, wenn die Entscheidungsträger. Ja, aber ich würde mich schon freuen, wenn die Entscheidungsträgerinnen eine Risikokompetenz hätten und Wahrscheinlichkeiten und Risiken bewerten können. Ja? Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, die Wissenschaft ist auch gefordert, das gut zu kommunizieren. Vielleicht manchmal ist es besser zu visualisieren, als sozusagen mit Zahlen und viel Text zu arbeiten. Es ist echt eine Challenge. Also Wissenschaftskommunikation, speziell von Risiken, auch gegenüber Entscheidungsträgern, ist eine echte Herausforderung. Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel besser werden. Ja, da müssen wir auch selber, glaube ich, ja.
mehr fordern so und hier besser werden und auch ja, sehr kritisch das einmal überdenken. Ja, ja. Ja, aber nicht nur die Risiken, auch Kontrolltheorie ist auch mit dabei, wenn Sie daran denken, Schmetterlingseffekt. Ja, vielleicht denken Sie an diese Kurzgeschichte von Ray Bradbury, wenn ein Schmetterling in der Vergangenheit umgebracht worden ist, dann kann die gesamte Zukunft verändert werden. Und schlimmer noch, man kann nicht mal zurückdenken und beurteilen, wie das hätte sein sollen, wenn der Schmetterling am Leben geblieben wäre. Und das ist genau der Fall jetzt, wenn wir uns die ganzen Länder angucken und ihre Strategien. Man hat gesagt, ja, die politischen Strategien, die sind wichtig, unwichtig, wir können die nicht auslassen, denn die beeinflussen die Daten. Diese Daten, das ist das Produkt von dem, was die Regierungen und Entscheidungsträger machen. Und dann können wir, also einmal eine Entscheidung kann den gesamten Verlauf ändern, so wie in Schweden zum Beispiel. Wenn man sich anguckt, diese Kurve an Verstorbenen in Schweden, dann ist es, wie Mathematiker sagen, es ist eine schwere Flanke. Also es geht schon nach unten, aber es ist wirklich sehr, sehr dick. Und wenn man gesagt hätte, okay, wir haben einen Lockdown, vielleicht wäre es ja viel steiler und viele wären am Leben geblieben. Aber das weiß man nicht, weil man das ja nicht zurückverfolgen kann. Ja, aber ich wäre jetzt vorsichtig, wieder Schweden nur auf Covid-19-Tote zu reduzieren. Die schwedische Gesellschaft hat so viele Facetten, da ist Covid-19-Tote oder die absolute Zahl von Covid-19-Toten ist eine Facette der schwedischen Gesellschaft. Ich sage Ihnen, auch in Schweden sterben jeden Tag 300 Menschen an unterschiedlichen Dingen. Und ich sage Ihnen, die gesunde Lebenserwartung in Schweden ist 16 Jahre höher als in Österreich. Also einfach fast vorsichtig mit diesen eindimensionalen Festlegungen von einer Gesellschaft. Das ist so... so komplex, so viele Facetten. Aber Kommunikation zum Beispiel ist auch so ein Thema, ja, was Kommunikation für Effekte hat, ja, auf Entscheidungen in einer Gesellschaft. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ja. Ich kann nur einwerfen, eben auf diese Risikokommunikation zurückzukommen. Ich habe das eben miterleben können. Wir haben seit einigen Jahren ein Doktoratsprogramm an der TU Wien, wo es auch um Risiken vor allem geht in der Wasserwirtschaft. Und ich bin da zuständig für Wasser und Gesundheit, also für Infektionsübertragung und solche Dinge. Und ich habe gelernt, dass es selbst unter Wissenschaftlern eine Challenge darstellt, dann Risiken zu definieren und zu sprechen. Jeder und jede Fachgemeinschaft hat ihre Gewohnheit, wie sie über Risiken kommunizieren, die Einheiten, wie Risiken berechnet werden. Und mir ist es selbst passiert, dass ich ein halbes Jahr lang gedacht habe, ich verstehe meine Kollegen, und dann bin ich erst draufgekommen, die meinen ja ganz was anderes damit. Das heißt, selbst die unterschiedlichen Fachdisziplinen verstehen unterschiedlichste Dinge. Ja? Und da komme ich nochmal zurück. Das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, wie wir lernen, zukünftig uns zu kommunizieren zwischen den Fachkollegen, aber auch dann zur Bevölkerung und zu den Politikern. Ja, also ich finde bei meinen Studierenden immer, dass die noch nicht einmal zwischen relativen und absoluten Risiken unterscheiden können. Und das ist einmal die Grundfähigkeit. Ja, ja. Ja, ja, wie findet man überhaupt eine gemeinsame Sprache? Es sind so viele verschiedene Forschungsfelder involviert und es geht um ein Thema, das heißt Corona. Verstehen sich die Forscher da auch untereinander? Oder kommt es da auch manchmal zu Missverständnissen oder zu Falschinterpretationen? Permanent, also zumindest in Mathematik, da reden die Mathematiker mit den Aktuaren und nicht mal sie können eine gemeinsame Basis finden. Also Risiken werden auch unterschiedlich interpretiert, verstanden und Definitionen werden durcheinander geschmissen. Also es ist schon schwierig, man braucht sehr viel Zeit und Geduld. Ja, also ich denke mal, also in den Gesundheitswissenschaften fließen ja verschiedene Wissenschaften ineinander, also Gesundheitsökonomie, Sozialwissenschaften, Medizinwissenschaften, also durchaus Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Ich glaube, da geht's noch. Also wenn es dann in die technischen Wissenschaften geht, wo es dann noch die Sprache noch technischer wird, oder die Rechtswissenschaften, wo die Sprache sehr juridisch wird, ich glaube, da müssen alle Akteure aufpassen in der Kommunikation, dass sie dem noch verständlich bleiben beim Gegenüber. Aber ich finde trotzdem, dass man es machen sollte. Ich glaube, dass wenn man sich bemüht, der Gewinn einer interdisziplinären Betrachtung, speziell von einer Pandemie, die ja ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ist und kein virologisch-medizinisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, essentiell ist. Also da müssen wir lernen. Also ich denke mal, auch das sollten wir aus dieser Pandemie lernen,
diesen interdisziplinären Diskurs auch in der Sprache führen zu können, ja, und diese Perspektivenvielfalt aushalten zu können. Ja. Dann lernen, wie ich vorher erwähnt habe, schon natürlich in der Basisausbildung, aber dann, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, auch in der universitären Ausbildung. Und darum finde ich eigentlich interdisziplinäre Doktoratsprogramme sehr, sehr wertvoll, weil man hier eigentlich lernen muss, einem anderen Kollegen eines anderen Fachgebietes was eben mitzuteilen. Und da sieht man manchmal, das ist eigentlich die wahre Challenge, nicht sein Modell dann richtig zu kalibrieren, sondern wirklich dann, was herauskommt, richtig zu kommunizieren. Und das erlebe ich immer wieder. Und ich merke auch, wenn das die Studenten dann 3-4 Jahre üben, dann können sie es auch, ja, zumindest besser als ohne Training. Und das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Ansatz, dass man dann später im wahren Leben dann die Message auch wirklich rüberbringt. Ja, ja, und sie finden es auch großartig. Also wenn man das richtig macht, die Studierenden finden diese Diskurse großartig. Ja. Und das kann auch vor dem Doktoratsstudium passieren. So, wir machen das schon im Masterstudium Data Science auf der TU Wien, haben wir zum Beispiel eine Ringvorlesung und wir laden so interdisziplinäre Leute aus vielen Disziplinen ein, um dort vorzutragen. Und vorher erkläre ich das ja an die Studierenden, sie werden das wahrscheinlich nicht verstehen. Wenn sie nicht verstehen, fragen, weil ich verstehe das auch oft nicht. Und dann müssen sie auch im Rahmen von dem Masters ein interdisziplinäres Projekt machen, auch mit ganz anderen Disziplinen. So, ich glaube, das schon früher aus dem Doktoratsstudium kann man das ansetzen. Je früher, umso besser. Was Sie erwähnt haben, Herr Sprenger, ist natürlich auch die Challenge zwischen Technik und Medizin. Ja, sehe ich auch genauso. Ich leite ja dieses interuniversitäre Kooperationszentrum für Wasser und Gesundheit zwischen TU, MedUni Wien und Karl Landsteiner. Und da ist es immer wieder dann wirklich offensichtlich, dass dann, wenn technische Definitionen mit medizinischen Definitionen zusammenstoßen, da kommt es dann oft zu großen Verwirrungen. Aber es ist wichtig, das schon auf diesem Stadium eben anzugehen, um dann später mal eben das besser handeln zu können. Das ist kein Thema. Ja. Ja, da möchte ich was dazu sagen. Also ich glaube, die Medizin wäre heute nicht auf diesem unglaublichen Standard ohne Technik. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja? Also speziell in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat gerade die technische Entwicklung in der Medizin, in der Versorgung, hat unglaublich dazu viel beigetragen, dass wir auf dem Level sind. Ja? Nicht nur im Hochleistungsversorgungsbereich, dort natürlich sowieso, sondern durchaus auch außerhalb. Ja? Und ich glaube, man sieht schon, also Technik und Medizin, die müssen miteinander können, weil das hebt das Niveau gewaltig. Aber natürlich bedeutet das auch in der Sprache, auch immer zueinander zu finden und auch wirklich auch klar zu sein, was will man eigentlich voneinander, ja? Was erwartet man voneinander. Aber auf der anderen Seite, man sieht auch, dass wir damit schon Erfolg hatten, auch in der Vergangenheit. Also wir haben uns schon zusammengerauft, die Techniker und die Mediziner. Das ist der Weg. Für mich ist es auch unbestritten. Ja? Aber das Problem ist, in solchen Meetings kommen wir wieder immer auf die Aussage, dass Interdisziplinarität die Zukunft ist, aber für die Wissenschaft denkt noch immer in Disziplinen. So, wenn so Papers publiziert werden und so, dann müssen die immer in irgendeine Disziplin hineingetan werden, außer für ein paar Zeitschriften. Und für die Bewertung ist es immer disziplinär. So, ja, da ist noch so diese Barrieren in der Wissenschaft zu überwinden. Absolut. Also die Medizinwissenschaft, also die Medizin ist in 52 Fachdisziplinen zerfallen. Und wenn sie könnte, würde sie wahrscheinlich weiter zerfallen in noch mehr Spezialgebiete. Ja? Also vollkommen richtig. Also der Prozess geht oft in die andere Richtung. Ja? Aber wir müssen das Pendel mal wieder zurückholen. Danke für das Aufzeigen, dass es sehr schwierig ist. Ja? Natürlich, wenn man interdisziplinär arbeitet, sehe ich an unseren Studenten, müssen sie ihre Komfortzone verlassen. Kein Thema. Aber man muss einmal irgendwo seine Heimstätte haben, um dann nach außen zu gehen. Das ist auch klar. Aber wichtig wird es sein, zukünftig interdisziplinäre Forschung mehr zu fördern, auch von der Publikationstätigkeit, dass es wirklich Journale gibt und Förderungsschienen, die das auch bewerten. Ich sehe immer wieder, wenn man ein interdisziplinäres Projekt einreicht bei einem normalen Single-Förderungsprojekt, hat man es sehr schwer, weil immer jemand dabei ist, der sich nicht damit auskennt. Das heißt, diese Interdisziplinarität braucht ihre eigenen Bewertungs- und Förderkriterien. Dann funktioniert es. Ja? Wenn das nicht vorhanden ist, kann es sehr, sehr schwierig sein. Ja, aber ich glaube, man kann es auf universitärer Ebene gut fördern. Also die Pandemie ist ja auch eine Chance nach wie vor, dass du Podiumsdiskussionen machst, ja, dass du Pro-Kontra-Diskussionen machst. Ich glaube, die Studierenden würden es lieben. Ja? Also wenn du ein Thema, die Pandemie liefert ja unglaublich viele Themen, wenn du ein Thema aus verschiedenen Disziplinen heraus betrachtest und diskutierst. Also ich glaube, gerade wenn du noch Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen dazu einlädst, ja,
Aber also, ich glaube, scheitert, glaube ich, nicht unbedingt an der Bereitschaft. Ja, ich glaube, man muss auch die Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, das ein bisschen extrinsisch motivieren, dann würde es auch stattfinden. Und ich glaube, ich bin voll bei Ihnen, es scheitert sicher nichts an der Bereitschaft. Ich habe nur gemerkt, bei unserem Doktoratsprogramm, es scheitert dann oft an der Schwierigkeit, wie schwierig es ist, dann Paper zu publizieren zum Beispiel. Ja? Wenn man dann ständig von interdisziplinär redet und dann macht man es und dann sehen die Studenten, wie schwierig es eigentlich dann sein kann, weil letztendlich dann die Qualität der Arbeit wieder zerlegt wird in die Teildisziplinen, dann kann es nicht sein. Ja? Und das muss sich auch ändern, es müssen die Instrumente auch dafür geschaffen werden. Ja, ja absolut, ja. Und da müsste man jetzt mal den Forschungsförderungsfonds durchforsten, ob er das macht, ja. Und ich würde jetzt einmal die Hypothese in den Raum stellen, er macht es viel zu wenig. Zweifelsohne, das heißt, ich bin voll bei Ihnen. Leider Gottes immer noch viel zu sehr auf Einzelförderung und Spezialistentum, was auch wichtig ist, aber immer noch zu viel ausgerichtet. Ja. Ja. Wir nehmen mit, die Pandemie beeinflusst nicht nur unser aller Leben, sondern auch vor allem die wissenschaftliche Community und die Diskussion und die Interdisziplinarität. Da würde ich gern jetzt noch eine Frage anschließen. Wie geht es eigentlich Ihnen ganz persönlich als Forscherinnen, als Forscher in der Zeit der Pandemie? Wie lässt sich Forschung organisieren und zugleich das Corona-Risiko minimieren, etwa bei der Arbeit im Labor? Also das hat ja auch ganz konkrete praktische Auswirkungen. Oder wenn ich mir zum Beispiel den Studienbetrieb jetzt anschaue, nicht nur an der TU, da gibt es ja ziemlich viele Einschränkungen, die man eben machen muss, um das Risiko zu minimieren. Wie geht es Ihnen da ganz persönlich bei Ihren Forschungen? Wie sind Sie da betroffen, eingeschränkt? Wie organisieren Sie Ihre Forschungen jetzt in den Zeiten der Pandemie? Meine Forschung läuft hauptsächlich jetzt über Zoom. Es sind mehrere Meetings, manchmal auch am Tag. Allerdings läuft mathematische Forschung, also zumindest in meinem Fall, ich kann ja nur für mich sprechen, in persönlicher Kommunikation viel besser. Also man muss sich auf ein Meeting sehr gut vorbereiten und dann denkt, okay, ich sage das, das, das und das. Es ist nicht wie an der Tafel stehen und dann zusammen was überlegen. Also das geht über Zoom immer noch nicht so gut. Aber bei den Vorlesungen, insbesondere wenn man irgendwelche Beweise anbringen soll, ja, mit Slides ist es auch nicht die beste Methode, aber gut, wir wissen und hoffen, dass es vorübergehend und dann kommt man zum gewohnten Verlauf zurück, hoffentlich. Professor Fahnleitner, Sie sind ja im Labor, Sie müssen aber natürlich bei Ihrer Arbeit jetzt auch viele Dinge bedenken und können wahrscheinlich auch nicht so agieren mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie Sie es gewohnt sind. Ja, bei mir war die interessante Sache, man hat ja am Anfang gehört, ja, jetzt ist Lockdown und man kann sich ein bisschen zurücklehnen und zu Hause dann die Wissenschaft in Ruhe vorantreiben, Manuskripte schreiben. Bei mir war es nicht so, weil ich eben in der Diagnostik tätig bin und Ende März hat es voll durchgeschlagen, da war der Hilferuf der niederösterreichischen Klinik und da mussten wir eben ein PCR-Labor am Campus Krems etablieren und das war schon für uns eine Herausforderung, weil wir das ja auch nicht gewohnt sind. Wir sind keine Routine-Analytiker. Wir mussten eben für die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung tragen. Es ist ein L2-Labor, ist nicht L3, weil wir nicht kultivieren, sondern nur nachweisen, aber trotzdem, wir sind voll in dieser Montur, dass man sich nicht infizieren kann. Dann muss es um Qualitätssicherung gehen. Ja, all diese Dinge sind normalerweise für die Routine bei uns nicht ausgelegt. Ja. Und das war schon eine große Challenge, das zu meistern. Aber andersherum, es hat uns sehr, sehr bereichert, auch einmal diese Dinge kennenzulernen. Das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Wir haben mit Medizinern oft dann nur über eben so langfristige Forschungsprojekte zu tun. Und einmal diese Sache von dieser Komponente aus zu sehen, war für mich äußerst lehrreich. Ja. Und möchte ich nicht missen. Herr Professor Hembury, betrifft Sie das auch? Also ich meine, man kann sich vorstellen, Datenanalyse passiert hauptsächlich in einem Raum, wo ein Computer steht oder brauchen Sie auch die Interaktion? Die Interaktion ist sehr wichtig. So, meine Gruppe hat
eigentlich sehr gelitten in März, April, Mai, wo wir alles über Zoom und Zoom-Meetings und so machen mussten. Das ist jetzt wieder in Schwung gekommen, wie wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, in den Büros auf der TU Wien zu sein. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber ja, eigentlich in März und April sind sehr viele neue Forschungsthemen dann plötzlich aufgekommen. So im März und April bin ich zu Hause fast ständig am Telefon gewesen, um die mögliche Datenquellen und so zu organisieren und was wir damit machen. So, das war eine sehr intensive Zeit, obwohl ich zu Hause war. Ja, ich bin ja eigentlich ein Forschungsuser. Aber natürlich bin ich sehr viel lehrend unterwegs und das, alle Lehrenden wissen, wie uns das betroffen hat. Und meine Lehre lebt eigentlich von der Interaktion. Ich finde es sehr schade. Aber wird alles wieder kommen. Mir tut die ein bisschen leid, die jetzt gerade ins erste Semester eingestiegen sind. Die tut mir wirklich leid. Ja. Also alle, die so ein bisschen an diesen Übergängen sind, ob es jetzt in der Schule ist oder auf der Universität, also die haben wirklich keine gute Zeit erwischt. Ne? Kann das eigentlich auch nur untermauern. Was ich schon sagen möchte, die moderne Kommunikationstechnik hat uns geholfen, dass das System der Wissenschaft in meinem Bereich nicht zusammenbricht. Wir haben schon geschafft, es aufrechtzuerhalten und das finde ich schon fantastisch. Das andere Sache ist, wir haben aber schon gesehen, wie wichtig die persönliche Ebene der Kommunikation darstellt. Ja, das habe ich auch dabei gelernt. Und ich glaube, zukünftig wird es bei uns so ausschauen, dass man einen guten Mix an beiden Dingen mitnehmen wird müssen. Einerseits braucht man die persönlichen Meetings. Man muss aber nicht immer überall vor Ort sein und kann das auch dann mit Hybridlösungen diesbezüglich lösen. Ich glaube, das ist für mich die persönliche Lehre, die ich aus dieser Sache auch erziehe. Ja, also speziell, also ich sehe das speziell für Meetings, für den man normalerweise lange im Zug sitzt und wirklich Distanzen zurücklegt, wo man dann 2 Stunden im Meeting sitzt und dann wieder eine lange Distanz. Also solche Meetings, glaube ich, so in diesen Raum zu verlegen, wie wir es jetzt gerade machen, das wird hoffentlich in Zukunft auch geben. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, aber Konferenzen, das wollte ich noch, nur über die Konferenzen wollte ich sagen. Also einige Konferenzen fanden dann auch online und das fand ich, das war eine nicht so schöne Erfahrung, wenn man vorträgt, über die Forschungsergebnisse spricht und die Gesichter der Kollegen nicht sieht. Man sieht nicht die Reaktion der Leute. Also das war nicht so gut und ich denke immer noch Präsenzveranstaltungen, wo man auch direkt Feedback bekommt und sieht, wie die Leute das sehen, sind immer sehr wichtig. Wir können nicht einfach umsteigen auf Online-Veranstaltungen. Ganz ein wesentlicher Aspekt. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir sind gerade dabei, die nächste Wasserhygienekonferenz zu planen in 2 Jahren in Australien, Darwin. Und da ist jetzt eine heiße Diskussion losgebrannt. Sollen wir Online-Meetings erlauben? Aus einem Aspekt, wenn nämlich die Universitäten dann wissen, ja, man kann per Online-Meeting teilnehmen, dann wird keiner mehr präsent sein. Und das wäre möglicherweise dann das Ende der klassischen Form unserer Zusammenkunft, die wir schon als sehr wichtig erachten, zumindest alle 2 Jahre mal die Gelegenheit zu haben, mit den Kollegen zu sprechen. Das heißt, wir sind noch gar nicht jetzt am Ende, wie wir das dann machen werden, ob es eine wirklich reine Präsenzveranstaltung wird oder ein Hybrid-Meeting, weil letztendlich noch die Meinungen voll auseinanderlaufen. Ja, da sind wir voll in der Diskussion. Also ich oute mir jetzt, für mich ist jede Konferenz zu mindestens 50% ein sozialer Event, ja, und zu 50% ein wissenschaftlicher Event. Und ich glaube, gerade dieses Soziale ist so wichtig. Ja, ich glaube, eigentlich in der Konferenz. Im Zusammenhang mit Climate Change und diesen Dingen muss man irgendwo das Optimum finden. Ja? Also wie oft fahre ich? Ich glaube, das ist eine Prioritätensetzung. Ja? Wann kann ich verzichten und wann möchte ich fahren? Ja? Dass man eben alle Aspekte halt für sich selber dann in Einklang bringen kann. Ja? Ja, etwas, was an Konferenzen sehr unterschätzt ist, sind die zufälligen Treffen bei der Kaffeepause, weil da entstehen so viele neue Ideen und mit Online-Konferenzen haben wir nicht die Möglichkeit, Leute zufällig so zu treffen. Ich wollte da nur einwerfen, dass das auch natürlich für das TU-Forum gilt und diese spezielle Form, ja einfach dieses gemütliche Beisammensein, vielleicht kurz nachher oder mit den Podiumsteilnehmern dann noch so im kleinen Gespräch und bei einem, vielleicht auch beim Buffet zu sitzen und dann noch ein bisschen weiter zu plaudern über das, was man
jetzt diskutiert hat. Auch das geht uns natürlich auch ab im TU-Forum. Und möchte da jetzt vielleicht gleich schon ein bisschen eine Schlussrunde anstoßen. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, was Sie sich für die Zukunft wünschen würden in Ihrem Forschungsbereich, wie soll es da weitergehen? Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wir wissen nicht, wie die Maßnahmen ausschauen werden, wie lange es noch dauert, aber was würden Sie sich jetzt einmal ganz persönlich für die nächsten, ja, vielleicht Monate wünschen in Ihrem Forschungsbereich, für Ihre Arbeit? Wenn ich da vielleicht mit der Frau Dr. Eisenberg gleich beginnen würde, oder wenn sie so lieb ist. Also ich wünsche, dass man eine Vakzine findet als erstes und dass das alles vorbei ist. Also das wäre ganz wichtig. Ich glaube, das wäre für die Forschung auch ganz wichtig, dass man wieder anfängt, normalen Betrieb aufzunehmen. Aber konkret hier für die Fragestellung, mit denen ich mich beschäftigt habe, wäre es durchaus sinnvoll, das Verhalten verschiedener Länder zu analysieren. Die Daten wären dazu sehr wichtig, insbesondere Machine Learning Methoden und so weiter. Die Glaubwürdigkeit sozusagen, um dann festzustellen, welches Verhalten war nun mal sehr vorteilhaft in diesen Zeiten. War es Griechenland, wo man alles geschlossen hat, und war es Schweden? Also ich denke mal, das ist nicht unbeträchtlich für die Zukunft. Sollte das noch einmal passieren, und das kann durchaus passieren, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn man Virologen glaubt, dann wüsste man in etwa, was die optimalen Maßnahmen wären. Ich glaube, alle würden davon profitieren. Allerdings bräuchte man dafür breite Studien in mehreren Ländern, um dann zu sehen, wie die Leute das auch akzeptieren und so weiter und so weiter. Das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Herr Professor Hembury, was würden Sie sich wünschen für die nächste Zeit? Ja, so, ich glaube, etwas, was aus der Corona-Krise klar geworden ist, ist, wie wichtig unterschiedliche Datenquellen sind, um zum Beispiel gegen Pandemien zu kämpfen. So zum Beispiel etwas, was ungefähr aus dieser Krise gewachsen ist, ist jetzt, dass wir die Kooperationen mit den Mobilfunkprovider haben. Und ich würde hoffen, dass diese Art von Datenaustausch mit der Forschung für gute Zwecke dann auch in anderen Bereichen ankommt, sodass wir mehr Zugriff auf mehr Daten haben für solche Simulationen und wissenschaftliche Beobachtungen. Herr Professor Fahnleitner, wie schaut es Ihnen aus in den nächsten Wochen? Eine sehr pragmatische Hoffnung. Bei uns ist doch die Doppelbelastung in den letzten Monaten gestiegen aufgrund dieser PCR-Labortestungen. Ich würde mir wünschen, dass diese Zusatzbelastungen sich reduzieren, sich normalisieren, sodass wir uns wieder voll auf unsere langfristigeren Forschungsprojekte eben auch hier fokussieren können. Ja, also wie gesagt, also meine Wünsche sind auch relativ klar. Ja? Also ich wünsche mir ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich, den Zugang zu allen mit öffentlichen Geldern finanzierten Daten. Das wünsche ich mir schon lang, schon seit vielen Jahren. Und dann wünsche ich mir, dass wir auch in dieser Pandemie, so wie in der Medizin, nicht immer auf der Symptomenebene bleiben, sondern eine Ursachenforschung betreiben, weil sonst tun wir immer nur Symptome behandeln. Ja? Und diese Pandemie hat ja eigentlich klare Ursachen und die liegen in der Ökologie, in der Umweltzerstörung, aus meiner Sicht zumindest. Und ich glaube, da müssen wir weiterkommen, wenn wir wirklich ursächlich etwas ändern wollen. Danke allen Teilnehmern für diese spannende und sehr aufschlussreiche Diskussion. Zum Nachschauen bleibt sie im Netz. Das TU-Forum geht aber weiter natürlich. Ich hoffe, bald wieder auch mit persönlichen Begegnungen an einem der vielen wunderbaren Orte an der TU Wien. Und damit einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Super, danke. Wiederschauen. Ja, danke, schönen Abend. Danke. Ciao. Wiedersehen.